Bevor es hier gleich richtig zur Sache geht mit einer brandneuen Podcast-Folge, möchte ich euch zu einem Gewinnspiel einladen. Dank euch ist der Markenrebell-Podcast super erfolgreich unterwegs. Wir sind seit über 2 Jahren am Start und haben über 400 Folgen produziert. Das muss man sich einfach mal zur Zunge zergehen lassen. Das ist der Wahnsinn. Ihr inspiriert uns durch Impulse und Anregungen, nicht zuletzt über unsere WhatsApp-Gruppe, für die ich super dankbar bin. Also nochmal ganz herzlichen Dank. Wir wollen uns auf diese Weise auch nochmal ganz besonders bei euch bedanken. Ich habe es ja schon angekündigt, ein Gewinnspiel, denn wir verlosen ein brandneues iPhone X beziehungsweise wahlweise ein Samsung Galaxy S9. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst einfach auf unsere Website gehen, wie ja schon bekannt ist, markenrebell.de, und dort bis zum 30. April euch in den Newsletter eintragen. Dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Ihr bekommt ein kostenfreies E-Book und ganz nebenbei auch noch die wichtigsten News zum Markenrebell-Podcast direkt in euer Postfach. Also einfach unter www.markenrebell.de für den Newsletter eintragen und ein echt cooles iPhone oder Samsung gewinnen. Und nun viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich möchte das heutige Interview mit einem Zitat beginnen, nämlich einem Zitat meines Interviewgastes. Und zwar: Die Idee von Generation CEO, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen durch ein ausgeglichenes Verhältnis von männlichen und weiblichen Führungskräften zu verbessern, hat mich sofort begeistert. Durch meine Kindheit in Ostdeutschland, die darauffolgende Wiedervereinigung und in meiner Karriere im Marketing von Procter & Gamble habe ich viele Chancen nutzen können, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Dabei erlebte ich ein Umfeld, in dem Frauen in Führungspositionen als selbstverständlich gelten. Als Teil dieser Generation ist es mein Wunsch, Impulse für ein weiteres Umdenken in Deutschland zu geben und dadurch beizutragen, unsere Gesellschaft zukunftsorientiert zu gestalten. Dieses Statement stammt von Beate Rosenthal. Sie ist Global Brand Director Digital and Media bei Merck Consumer Healthcare und heute hier im Interview als Vorstandsmitglied von Generation CEO, einem wichtigen Netzwerk von und für Managerinnen. Die 2007 gegründete Initiative unterstützt weibliche Führungskräfte auf deren Weg ins Top-Management. Die Anzahl der Mitglieder beträgt derzeit ca. 188 Frauen. Mit Beate Rosenthal möchte ich heute über die Initiative Generation CEO sprechen und darüber, warum diese so wertvoll für Frauen, für Unternehmen und für allen, für unsere Gesellschaft ist. Viel Spaß mit dem heutigen Podcast-Interview und meinem Interviewgast Beate Rosenthal. Beate, schön, dass du hier Zeit gefunden hast, im Markenrebell-Podcast zum Interview zu erscheinen. Wir haben es länger versucht, es hat ein paar Anläufe gegeben. Umso mehr freue ich mich, dass das heute geklappt hat. Vielleicht starten wir einfach mit meiner Standardfrage. Stell dich doch mal selbst kurz vor, wer ist Beate Rosenthal als Privatperson und was genau machst du beruflich? Ja, freut mich auch und hat mich besonders gefreut, dann am Internationalen Frauentag am 8. März von dir, Norman, als kleine Entschuldigung für die Verspätung, einen wunderbaren Blumenstrauß zu bekommen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. So, wer bin ich? Ich starte immer gern aus meiner Vergangenheit, denn ich komme aus dem geografischen Mittelpunkt Deutschlands. Laut Geografischem Institut der Universität Köln ist das eine wunderbare kleine Stadt, Heilbad-Heiligenstadt in Thüringen. Das heißt, ich bin tatsächlich ein Kind der Wende. Ich konnte 1990 damals mein BWL-Studium beginnen als eine der ersten aus den neuen Bundesländern. Das hat mich sicherlich sehr geprägt. Inzwischen bin ich sicherlich gegenüber den Thüringern ein Wessi, denn
Ich lebe jetzt schon länger im Rhein-Main-Gebiet als in jeder anderen Stadt in meinem Leben und liebe die Großstadt, bin sicherlich so ein City-Girl, habe neben dann Göttingen, was eben um die Ecke damals von der Grenze war, auch in Los Angeles studiert und letztendlich mit BWL und VWL sehr viel Spaß gehabt. Aber ich wollte immer Manager werden und das bin ich inzwischen. Ich glaube, ich manage mein Leben, ich manage alles da rum. Darin ist es mir tatsächlich wichtig und ich habe mir das damals als persönliches Motto überlegt, Exzellenz zu Unternehmen und Organisationen zu bringen. Und das gilt sicherlich, weil ich zum einen eine sehr starke Vergangenheit habe aus den Markenthemen bei Procter & Gamble, wo ich fast 20 Jahre gearbeitet habe, und auch in meiner aktuellen Rolle als Digital Media Capabilities und so weiter Chefin bei Merck Consumer Health. Und daneben gibt es auch ganz viele Themen, wo ich Exzellenz zu Organisationen und Geschäften bringen kann. In dem Fall Organisationen, denn ich bin im Vorstand von Generation CEO, einem, wie wir sagen, exklusiven Business-Netzwerk für Frauen auf dem Weg oder schon im Top-Management. Das ist eines meiner vielen Engagements, in dem ich wahnsinnig gern gestalte, denn wenn ich etwas tue, dann tue ich es richtig. Und daneben bin ich noch Dozentin an der Frankfurter Uni und im Rotary Club und dies und jenes. Das vielleicht zum Einstieg. Gut beschäftigt, würde ich sagen, Beate. Ja, das, was Spaß macht, mache ich gern. Ja, und wir wollen heute genau darüber sprechen, nämlich Frauen in Führungspositionen. Und dazu würde ich gerne so in deiner Historie mal so ein bisschen zurückzoomen. Gab es so auch in deiner Kindheit, wenn du sagst, du warst ein Kind der Wende, gab es so eine Wertematrix, die sich in dieser Zeit gebildet hat? Und wie matcht das heute mit deinen Engagements, die du so eingehst? Das ist eine sehr gute Reflexion, denn tatsächlich habe ich in der Zeit gelernt, und das war sicherlich auch in meiner Natur, alles ist möglich. Also ich glaube an Möglichkeiten und wenn es dann Realitäten gibt, die potenziell mit diesen Möglichkeiten unserer Gesellschaft nicht übereinstimmen, dann engagiere ich mich für bestimmte Themen, wie zum Beispiel das Thema Diversität und Frauen im Top-Management, weil ich an die Möglichkeit glaube. Es gibt ja viele, die sagen und Statistiken, die sagen, dass es noch hunderte von Jahren dauert. Ich glaube, die letzte war 217 Tage, müssten vergehen, bis Männer und Frauen überall auf der Welt die gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt hätten. Aber das ist natürlich so eine Statistik. Und wir sehen eben zum Beispiel durch die tollen Frauen in unserem Netzwerk, dass eben schon viel, viel möglich ist. Also das ist sicherlich ein Wert, hinter dem ich stehe. Einfach so ein ungeschränkter Optimismus, der natürlich gepaart sein muss mit einer ordentlichen Portion Beharrlichkeit. Ja. Du wirkst auf mich sehr fokussiert. Also wirklich ganz klar vor deinen Augen das Ziel zu haben. Du hast vorhin auch gesagt, du wolltest immer Managerin werden. Woher holst du diese Power, diese Kraft? Ist es dir in die Wiege gelegt, weil ein Elternteil irgendwie schon in der Richtung unterwegs ist und du dich daran vielleicht orientiert hast? Also man hat mir schon immer nachgesagt, dass ich wahnsinnig viel Energie habe. Und ich glaube, das hat auch irgendwann mal jemand mit so diesen ayurvedischen Prinzipien des Feuers abgecheckt. Also das ist irgendwo in mir. Trotzdem ist es so, dass ich sehen konnte, wie mein Vater, der als Apotheker bis 1989 im Angestelltenverhältnis tätig war, dann eben auch die Gelegenheit genutzt hat und unternehmerisch tätig wurde und mal eben dann damals durchaus in einer Zeit, wo man nicht mehr 20 war, gesagt hat, ja, jetzt werde ich Unternehmer und nebenbei werde ich Lokalpolitiker und wenn das vorbei ist, irgendwann in der Rente, dann mache ich eben was im Geschichtsverein. Also ich denke schon, dass ich mit meinem Vater ein tolles Vorbild hatte und habe, der auch mit viel Energie Dinge vorangetrieben hat. Und ja, ich fokussiere mich, aber gleichzeitig bin ich auch wahnsinnig interessiert an Inspiration und gebe diese auch weiter. So wie du deinen Podcast hast, habe ich zum Beispiel etwas, das nennt sich Monday Morning Inspiration. Das hatte ich bemerkt, als ich da vor fast 3 Jahren begonnen habe, angestoßen und halte es jetzt schon diese fast 3 Jahre durch und habe seit letztem Jahr auf LinkedIn gestellt. Also das heißt, das ist auch ein Thema für mich, Inspiration suchen und geben. Mhm.
Was ist das Monday Morning Inspiration? Das ist ein Podcast? Ein Blog. Also man muss es lesen, aber mit ganz vielen tollen Links, wo ich mir tendenziell ein Thema zum digitalen Marketing alle zwei Wochen, manchmal auch jede Woche, greife und darüber dann schreibe mit vielen Beispielen und meiner Interpretation, warum das wichtig ist für die Menschen in diesem Umfeld. Das letzte Mal ging es, oder die letzten Male ging es zum Beispiel um Themen wie Olympia, wo wir ganz, ganz tolle Werbung gesehen haben, aber eben heutzutage auch in der digitalen Welt. Meistens tatsächlich um digitalen Marketing-Themen, die ich mir da so greife. Oder jetzt ging es gerade um das Thema Shop-Rooming and Web-Rooming. Also das heißt, dass die Menschen heute, wenn sie einkaufen, gerne in die physischen Stores gehen und dann mit dem Mobiltelefon dann doch das günstigste Angebot suchen und online kaufen und eben auch andersrum. Also solche Themen greife ich mir dann und schreibe auch darüber. Ja. Ist jetzt ganz interessant für mich. Auf der einen Seite sagst du, du hast ja auch orientiert an den unternehmerischen Tätigkeiten deines Vaters, da ganz klar die Power und die Kraft und die Energie. Und auf der anderen Seite teilst du jetzt auch über den Blog Informationen mit anderen. Wie wichtig ist das Mentoring jetzt zum Beispiel eigentlich für jede Führungskraft, völlig egal ob Mann oder Frau, wie wichtig ist es, da wirklich jemanden zu finden, der einen vielleicht unterstützt oder vielleicht auch mit dem Netzwerken hilft? Ja, da stecken jetzt, glaube ich, verschiedene Aspekte in deiner Frage, über die ich gern sprechen möchte. Also zum einen das Thema Netzwerken. Also wir sind in Generation CEO inzwischen 188 Frauen. Das ist so groß, dass man auf jeden Fall verschiedene Anknüpfungspunkte finden kann, aber noch klein genug, sodass wir uns auch organisieren können und kennenlernen können. Und dieses Netzwerken ist, wie man häufig sagt, organisch nicht so sehr bei den Frauen da. Insofern, als dass viele Frauen vielleicht als erste Priorität Familie und Freundeskreis sehen, dann so der Beruf in die Karriere und dann irgendwo erst die eigene Entwicklung. Insofern ist es gut, dass es viele Netzwerke inzwischen gibt, nicht nur jetzt Frauen, sondern auch diverse andere, die sich engagieren und das fördern. Und in diesem Netzwerk, in dem wir uns da organisieren, sind eben viele Frauen, die tatsächlich das schätzen und nutzen, mal mehr, mal weniger. Ja, da gibt es natürlich Zeiten, wo sich manche stärker engagieren und manche weniger. Aber das Netzwerken ist wahnsinnig wichtig, auch auf derselben Ebene und eben auch nach vorn gerichtet. Und das kommt vielleicht zu dem Thema Mentoring. Ich glaube grundsätzlich an Netzwerken und Mentoring oder Sponsoring, aber nicht so sehr an das Formalisierte. Ich habe das auch sehr formalisiert erlebt in der Vergangenheit. Ich war zum Beispiel mal Mentor in einem Programm mit Gymnasien im Rhein-Main-Gebiet. Und das war auch ganz toll und inspirierend. Aber das Matching war da sehr, sehr spontan und sehr, sehr starr. Wir hatten sehr viel Freude. Der Schuldirektor vom Goethe-Gymnasium in Heidelberg war das, meine ich. Und ich, aber letztendlich hat das zu nichts geführt. Ja, das heißt, das war inspirierend, aber war jetzt zu formell, um zu sagen, das ist ein Mentoring, das mich und ihn jetzt konkret weiterbringt. Insofern glaube ich, jeder, der vorankommen will, sollte sich nach vorn und nach oben orientieren und dann mit möglichst den richtigen Menschen umgeben, die helfen können, da zu unterstützen. Und diese finde ich unter anderem im Generation CEO-Netzwerk, aber nicht nur dort. Und wenn man gar nicht so eine Beziehung hat, aber weiterkommen will, denke ich, ist es wichtig, das zu suchen und dann die Chemie zu spüren. Ich habe immer erlebt, dass in den seltensten Fällen jemand, den man anspricht auf so eine Art von Rat oder Mentorship, Nein sagt. Aber die meisten trauen sich eben nicht, das zu erfragen. Ja, ja. Also das waren jetzt ganz spannende Learnings, die ich jetzt einfach nochmal hervorheben möchte, die du gesagt hast, weil das kann man gar nicht oft genug sagen, sich einfach bewusst zu machen, dass ein Netzwerk immer mehr hilft, als wenn man versucht, das alleine zu machen oder wirklich in einem Netzwerk auch denjenigen oder diejenige zu finden, die bereit ist, wirklich als Mentor zur Seite zu stehen. Also das finde ich auf jeden Fall einen ganz wichtigen Punkt und vor allen Dingen wirklich den Schritt zu machen und den Mut zu haben, zu fragen und zu sagen, hey,
Kannst du dir vorstellen oder können Sie sich vorstellen, mir zu helfen? Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Jetzt hast du schon über Generation CEO gesprochen. Kannst du uns ein bisschen was zur Gründung? Wie lange gibt es euch da schon? Und wen nehmt ihr auf? Ja, tatsächlich haben wir in 2016 im Herbst unser 10-jähriges Bestehen gefeiert. Das ist noch nicht so lang wie Google, aber tatsächlich schon ein Jubiläum. Und entsprechend hat sich da eine Gruppe formiert von eben fast 200 Frauen. Das Netzwerk wurde damals gegründet von Heiner Thorburg, der immer noch formell der Geschäftsführer ist, auch wenn wir natürlich auch über einen Vorstand und regionale Strukturen inzwischen sehr, sehr selbst organisiert sind, schätzen wir sehr den Beitrag von Heiner Thorburg, der es auch deshalb hat gründen können, weil er grundsätzlich an diese Idee geglaubt hat, dass es den Unternehmen besser geht, wie Studien zeigen, wenn mehr Frauen in den Vorständen sind. Das haben wir immer noch nicht ausreichend geschafft. Also in den DAX 30 haben wir 11% in den operativen Boards von Frauen. Aber es geht zumindest in die richtige Richtung bei den Aufsichtsräten, wo es aktuell 23% sind. Innerhalb des Netzwerks war wirklich der Gedanke, ambitionierte Frauen, Führungskräfte mit schon Führungserfahrung zu sammeln, die auch nach wie vor final von Heiner Thorburg ausgewählt werden. Wir schlagen vor, wir suchen jedes Jahr und wir nehmen jedes Jahr bis zu 15 bis 20 auf, aber wirklich auch nur Frauen, die da reinpassen, mit entsprechenden Ambitionen, Möglichkeiten, aber auch schon Führungserfahrungen und der richtigen Einstellung, sich auch engagieren zu wollen. Ich sprach ja davon, dass Netzwerken nicht immer priorisiert wird. Aber wir haben da zum Beispiel eine persönliche Selbstverpflichtung, die Damen, die wir potenziell aufnehmen, entsprechend auch sehen und mit der sie sich beschäftigen können, bevor sie den Schritt ins Netzwerk machen. Die sind alle irgendwo international unterwegs gewesen. Diese Frauen haben eine tolle Ausbildung hinter sich. Und wir haben auch ganz viele Kinder im Netzwerk. Das heißt, das sind nicht nur diese Schön. Ambitionierten Karrierefrauen ohne Kinder, auch wenn gerade im Manager-Barometer von Ottmar Berndsen die typische Managerin in Deutschland tatsächlich gezeigt wurde als tendenziell nur ein Kind und kinderlos. Wir haben zum Beispiel innerhalb eines Jahres immer so im Durchschnitt 5 neue Babys auch im Netzwerk. Also es sind Frauen jeder Couleur. Schön. Und uns eint sicherlich eine Passion für Engagement und für das Weiterkommen von Frauen in der Wirtschaft. Jetzt muss ich aber eine Frage stellen, als Mann. Ja, wir reden über ein Frauennetzwerk. Und jetzt sagst du, Heiner Thorburg, ihn kennt man als Headhunter, ne? Also als wirklich den Headhunter, der, ich glaube, in den DAX-Unternehmen die CEO-Posten besitzt. Was hat ihn motiviert, ein Frauennetzwerk zu unterstützen oder zu gründen sogar? Also ich denke, das war eine sehr vorausschauende, smarte Business-Entscheidung auch für den Herrn Thorburg, unabhängig von der Selbstmotivation, die ja interessanterweise häufig auch bei Männern entsteht, wenn es Töchter gibt. Und das ist in seinem Fall auch so, dass er sich gewünscht hat, dass seine Tochter, wenn sie fertig ist mit dem Studium in der Wirtschaft ist, dann bessere Chancen hat als potenziell Frauen der Generationen davor. Aber letztendlich ist es trotzdem für ihn, für das Business sicherlich gut, denn er hat eine sehr, sehr starke Kompetenz und Reputation. Und wenn dann Heiner Thorburg Frauen vorschlägt im Rahmen der Prozesse, dann kann er da tatsächlich etwas bewirken. Und das finden wir alle toll. Trotzdem geht es jetzt in dem Netzwerk nicht um Gottes Willen um das Thema Personalberatung und nur um das Thema Karriere. Es geht weit darüber hinaus. Ja. Was ich sehr interessant finde, jetzt speziell in seinem Fall, dass es die Tochter bewusst gemacht hat, ne, was ist eigentlich mit den Frauen in der deutschen Wirtschaft? Und zum anderen die Motivation natürlich auch zu sehen, welches Potenzial da eigentlich, welcher Schatz da gehoben werden kann, indem man einfach auch schaut, dass sich Männer und Frauen diese Verantwortung teilen. 11% in DAX-Unternehmen, das ist ja nichts, das ist ja lächerlich. Da fällt mir ein, es gibt eine Studie aus dem Jahre 2007, ist eine Forsa-Studie, aus der nochmal deutlich hervorgeht, dass Frauen mit enormen Hürden zu kämpfen haben.
um wirklich in CEO-Positionen zu kommen. Wie würdest du das heute, so 11 Jahre danach, beurteilen? Ist unsere Wirtschaft weiblicher geworden? Wir haben es ja gerade in der Politik gesehen, dass tatsächlich zum ersten Mal Frau Merkel auch ihr Kabinett paritätisch besetzt hat. Also ich denke, die Stimmung ist auf jeden Fall so. Die Resultate noch längst nicht. Vor kurzem gab es auch eine schöne Visualisierung auf Facebook, wo man die deutschen DAX-Vorstände gesehen hat. Einmal das Bild insgesamt und einmal das Bild mit Frauen. Und da sieht man einfach, dass das Resultat noch längst nicht so ist, dass wir da sind, wo wir sein könnten. Trotzdem sehen wir einen Trend. Da gibt es das Thema Lean In von der Sheryl Sandberg. Da hatte ich auch, als ich noch bei P&G war, eine ganz tolle Gruppe von Frauen, wo wir uns gegenseitig auch helfen konnten, uns gegenseitig coachen konnten. Ich denke, die Frauen nehmen das mehr in die Hand heute und akzeptieren weniger die gläserne Decke. Aber ist sie noch da? Natürlich ist sie noch da. Und da wieder zurückzukommen zu den interessanten Ottvar Bernsson-Profilen. Es ist eben tatsächlich so, dass der durchschnittliche Manager deutlich häufiger, sagen wir mal, einen gut geführten Haushalt, verheiratet und so weiter hat und dem der Rücken freigehalten wird, weil tendenziell dann doch die Frauen eben nicht nur die Manager im Job sind, sondern auch die Manager der Familie. Und da stehen sie sich vielleicht manchmal selbst im Weg, wenn sie sich das nicht so organisieren können, dass sie wie der Partner auch die Karriere machen können. Aber wir entwickeln uns, denke ich. Wir entwickeln uns. Wir Männer auch. Ich meinte auch im Allgemeinen, wir als Gesellschaft. Ja, das, genau. Ich wollte die Männer nur noch mal mit ins Boot holen, weil das finde ich nämlich immer einen ganz interessanten Punkt, dass oder dass die Diskussion immer wieder auch so zwischen Mann, Frau stattfindet und gar nicht mehr so auf den Kompetenzen. Ja? Also gerade wenn ich, wir haben ja eingangs über das Thema Digitalisierung gesprochen, also wie wenig Frauen da mit hinzugezogen werden zu Projekten, das ist tatsächlich ein Trauerspiel. Ich würde gerne noch mal so einen kleinen Schlenker machen in deine Historie. Jetzt bist du als Beate Rosenthal wirklich, also stehst für den Erfolg von Frauen in C-Level-Position, muss man wirklich sagen. Wie bist du, oder gab es so einen Aha-Moment in deiner Karriere, in deinem Leben, wo du gesagt hast, oh, hier will ich wirklich auch einen Beitrag leisten? Ich meine, du bist bei Procter & Gamble gewesen, bist jetzt bei Merck. Das sind ja wirklich Positionen, wo man sagt, okay, da spricht eine Frau aus ganzer Erfahrung. Ja, es gibt nicht immer nur so diesen einen Moment. Dafür suche ich viel zu viel immer nach Inspiration. Aber tatsächlich ist es so, dass ich bei Procter & Gamble ganz tolle Umgebung hatte und sicherlich auch eines der Unternehmen, was für Diversity steht. Und als ich dann mich entschieden habe zu sagen, ich will nochmal ein anderes Unternehmen sehen, hatte ich auch die Chance, einen Moment innezuhalten und zu reflektieren, was macht mich aus? Was ist meine Leidenschaft? Und da kam sehr, sehr viel eben auch, dass ich geben will und weitergeben will. Und das war ein Moment des Innehaltens, wo ich gesehen habe, da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, das zu tun. Und ich freue mich momentan im Grunde die Chance zu haben, mit fast jeder Generation in Austausch zu kommen. Das mache ich in meinem Rotary Club, der im Grunde nicht nur zum Thema Wohltätigkeit zusammenkommt, sondern auch ein Netzwerk ist, wo es um gegenseitige Inspiration geht. Also wir haben an sich jede Woche einen Vortrag. Da bin ich umgeben mit der Generation der, sagen wir mal so, 60, 70-Jährigen. Dann habe ich mein Frauennetzwerk Generation CEO. Das ist so meine Generation, die Gen X. Und dann habe ich die Gen Ys und Zs an der Uni. Insofern... Das war so mein Moment zu sagen, ich möchte an sich auch geben und nicht nur nehmen. Und das war auch innerhalb von Procter & Gamble schon etwas, was mich umgetrieben hat, indem ich da sehr häufig auch für die sogenannten Marketing-Capability-Programme verantwortlich war. Und das war mir nicht sicher, ob ich das außerhalb von P&G weiter so betreiben kann und habe mir dann eben außerhalb des Jobs Gelegenheiten gesucht. Und inzwischen ist es aber auch wieder am Job angekommen. Also das ist ein Thema, was mich umtreibt, einfach etwas zu geben
Und wenn man vielleicht sich auch etwas dann mit anderen Themen beschäftigt, ist es natürlich auch so ein Thema, was gerne mal kommt in der relativen Mitte des Lebens. Ja, ich finde das super, super stark, einfach auch der Gesellschaft was zurückzugeben. Und dieses Engagement, das du zeigst, das, also das respektiere ich sehr. Also sehr, sehr, sehr schön. Gab es vielleicht so eine Story, in der du so eine Benachteiligung als Frau tatsächlich auch erlebt hast? Ich fokussiere also mich so in der überhaupt Zeit als nicht Managerin. Auf Probleme, aber was mir immer wieder auffällt, ist, da ich ja auch gerne so tue Gutes und rede darüber, auf die eine oder andere Konferenz gehe, ob das in den letzten Jahren die Gmexco war, größte, sicherlich, Digital-Marketing-Konferenz fast der Welt. Und all diese Konferenzen, dass wenn man sich das anschaut und auch die Jurys anschaut, dass den Veranstaltern zum Teil gar nicht auffällt, wie gering da der Frauenanteil ist. Das stimmt, das ist erstaunlich. Das nutze ich jetzt ab und zu mal so als Trigger, wenn ich angesprochen werde. Das würde euch vielleicht auch gut tun, ja. Von der Sichtbarkeit, das finde ich erstaunlich, dass so in vielen Situationen das gar nicht auffällt. Und ich hatte dann mal einen tollen Vortrag gehört zum Thema Unconscious Bias. Und der ist mir dann sehr bewusst geworden, dass wir alle, ob wir Männer oder Frauen sind, diesen Unconscious Bias kennen. Kennst du die Geschichte, dass inzwischen keine Geschichte mehr, sondern Realität, die Musiker in Orchestern ausgewählt werden hinter einer Wand, sodass sie nicht sichtbar sind. Und das hat zum Beispiel zu einer deutlich höheren Auswahl von Frauen in Orchestern geführt als vorher. Ah, interessant. Ja, also ein ganz, ganz klares Beispiel von dem Unconscious Bias von der Professor Welfer aus München übrigens sehr erforscht. Ja. Ich finde es, also ist das was, was du vielleicht auch beobachtest, dass gerade wenn wir über digitale Themen, ob das jetzt Online-Marketing ist oder dergleichen, dass es oftmals von Männern dominiert ist? Also ich meine, das stellen wir jetzt fest, hast du ja auch gerade gesagt, auf der Messe, aber warum ist das so? Wir haben natürlich zum einen das MINT-Thema, wie wir das in Deutschland abkürzen. Das ist ja tatsächlich so, dass wir sehen, dass immer noch mehr Männer, junge Männer in die technischen Berufe gehen. Und da ist natürlich das Digitalisierungsfeld sehr geprägt von. Ich denke, das ist ein Teil davon. Und bis dann das in ein Unternehmertum übergeführt wurde, was ja inzwischen sehr, sehr lebt in Deutschland, hatte man vielleicht diese Grundsubstanz noch von den im Grunde MINT-Berufen, wo man IT und diverse andere Berufe vielleicht studiert hat. Das waren tendenziell dann doch noch die jungen Männer. Ich denke, was das Unternehmergehen anbetrifft, gibt es da bestimmt genauso viele Frauen. Deshalb denke ich gerade in Berlin, wenn man jetzt schaut in den Startups, da sieht man inzwischen auch ganz viele junge Frauen. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass das einer der Gründe dafür spricht. Und vielleicht ist es tatsächlich auch ein gewisser Mut, der zum Unternehmertum da auch vorgelebt wurde aus vergangenen Generationen, wo dieser Bias noch da ist. Siehst du das vielleicht auch als Gefahr? Ich habe aber keine Taten dafür. ja, klar. Aber siehst du das vielleicht auch als Gefahr, dass uns in Zukunft vor allen Dingen an so, nehmen wir zum Beispiel die Stelle eines Chief Digital Officers, ja, dass uns da die Frauen fehlen, die dann natürlich einen sehr verantwortungsvollen Bereich eines Unternehmens abdecken? Das wäre nur dann der Fall, wenn die aus der IT kämen. Und ich denke, dass wir immer mehr sehen, dass das Thema CDO gar nicht aus der IT kommt. Es gibt zwar ein paar von den CIOs, die jetzt irgendwie in Richtung CDO gehen. Aber ich denke, ehrlich gesagt, je mehr das Thema Digitalisierung in das Gesamtunternehmen einzieht, und das tut es ja gerade, desto mehr haben wir auch die Chance, dass es divers ist. Und bei Diversität geht es ja auch nicht nur um Frauen, sondern auch um Internationales, um diverse andere Themen. Und da, denke ich, gibt es schon viele, viele Chancen. Und da wird potenziell das MINT-Thema gar nicht mehr so sehr im Vordergrund stehen, weil die Digitalisierung ja jetzt fast überall ankommt. Ja. Ja.
Ich würde gerne mit dir den Podcast hier einfach nochmal nutzen, um zu unterstreichen, warum es absolut sinnvoll ist, nicht nur aus Gründen der Gleichberechtigung, Männer und Frauen gleichermaßen auf verantwortungsvollen Positionen zu haben. Was würdest du einfach so vielleicht auch so als Botschaft für die Welt von Beate Rosenthal formulieren, warum sich Unternehmen genau diesem Thema unbedingt widmen müssen? Also ich denke, es ist ganz simpel. Es gibt ganz viele Studien inzwischen, die zeigen, dass diverse Unternehmen und Unternehmensführung bessere Ergebnisse erzielt als Monokulturen. Das ist ein ganz simples betriebswirtschaftliches Argument. Die besseren Ideen kommen aus diversen Strukturen und entsprechend ist es eine Riesenchance, dass wir diese auch nutzen, weil wir wissen, dass wir heute noch nicht so divers sind, gerade in Deutschland, wie wir es sein könnten, dass das Teil der Strategie ist. Und um fair zu sein, es ist Teil der Strategie der meisten Unternehmen. Die Frage ist, wird es auch umgesetzt? Und was ist nötig dafür, das umzusetzen? Das ist eben nicht der Chief Diversity Officer, sondern das ist das Vorleben von der Unternehmensspitze. Ja. Spannend. Das war auch nochmal wirklich eine schöne Zusammenfassung dafür, dass es absolut Sinn macht, das im Unternehmen fest zu etablieren und überhaupt nicht mehr diese Unterscheidung zu machen. Ja, absolut. Ich würde gerne nochmal auf euer Netzwerk zu sprechen zu kommen. Wie funktioniert euer Netzwerk in der Praxis? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich als Frau bei euch als Mitglied aufgenommen werde? Ja, wenn du als Frau aufgenommen würdest, vielleicht ja deine Partnerin einmal, dann beginnt das zunächst damit, dass du auf der Jahreskonferenz, die wir tatsächlich meistens Ende November, Anfang Dezember veranstalten, bei einem tollen Unternehmen. Wir haben das zum Beispiel bei Bosch letzten Herbst machen können und dieses Jahr gehen wir zu Daimler und freuen uns da auch sehr drauf, auch mit dem Top-Management zusammen uns einem Thema zu widmen. Bei Bosch ging es natürlich sehr viel zum Beispiel um das Thema Connectivity und Connected Home und das Thema Autos, wie du dir denken kannst. Also wir haben da ein großes Thema für dieses Jahresevent. Das ist auch die wichtigste Veranstaltung. Dort führen wir dann auch die neuen Damen in das Netzwerk ein. Sie treffen ganz viele andere auch im informellen Rahmen und bekommen von uns als Vorstand dann eine Art Onboarding und werden nochmal so ein bisschen an die Selbstverpflichtung erinnert, dass natürlich man nur etwas aus dem Netzwerk rausholen kann, wenn man sich persönlich engagiert. So, das ist das Jahresevent. Dann haben wir regionale Strukturen und in den jeweiligen Regionen. Und wir sind tatsächlich ein deutschsprachiges Netzwerk, wobei es tatsächlich auch einige Damen gibt. Zum Beispiel haben wir eine Chinesin oder mehrere sogar, die aber trotzdem in Deutschland gerade arbeiten oder ab und zu. Also das ist so der Grundgedanke. Ja, und da gibt es in den Regionen dann verschiedene Veranstaltungen, wo wir uns dann in kleineren Kreisen einfach auch treffen und wo sich dann eben auch Beziehungen und Freundschaften entwickeln. Und darüber hinaus dann überregionale Events, wo wir uns zusammenfinden, häufig auch thematisch und branchenspezifisch. Aber das ist sehr, sehr auch organisch. Und wir organisieren die Kommunikation im Netzwerk natürlich auch mit den entsprechenden Medien. Wir haben da unseren Google Drive, wir haben ein Newsletter, wir haben Facebook, LinkedIn, Gruppen etc., damit wir eben auch kurzfristig in Kontakt stehen können. Und daraus ergeben sich dann eben auch gegenseitige Empfehlungen, wenn jemand Rat sucht oder wenn jemand angesprochen wird, hey, hast du eine Idee, ich suche diese und jene Position, dass man sich gegenseitig einfach auch hilft. Ja. Was gibt es noch für Anforderungen, um aufgenommen zu werden bei euch? Also geht das über Empfehlungen oder wie funktioniert das bei euch? Ich denke, der Großteil geht inzwischen tatsächlich über Empfehlungen, aber wir schauen natürlich auch, was sind so die Frauen, die sich in der Wirtschaft bewegen und die interessant wären für uns potenziell. Der Jubiläumsjahrgang von 2016, da war auch ganz bewusst die Idee, Damen aufzunehmen, die schon im Vorstand sind, wie Tina Müller zum Beispiel.
um einfach auch innerhalb des Netzwerks immer wieder Vorbilder zu schaffen. Das heißt, wir suchen einerseits und sprechen dann Damen an. Oder Julia Jeckel damals, denke ich, wurde auch von dem Herrn Toburg angesprochen, ob sie nicht ins Netzwerk kommen möchte. Und dann gibt es aber eben auch viele, die noch nicht da sind, die sich weiterentwickeln möchten, die wir aber kennenlernen und wo wir denken, das passt einfach, die hat Lust, die passt ins Netzwerk, die will auch etwas erreichen. Ja. Wie wichtig würdest du einschätzen, und die Frage kann ich mir fast selber beantworten, aber vielleicht hast du da noch ein paar Gedanken dazu, ist das Thema Personal Branding für Frauen, die wirklich so wie du energiegeladen sind und sagen, jetzt erst recht, jetzt will ich eine erfolgreiche Managerin oder welche Position auch immer haben, wie wichtig ist es heute und gerade heute auch in der Zeit der Digitalisierung, wenn wir an digitalen Fußabdruck und so weiter denken, sich selbst als Marke mit den eigenen Fähigkeiten, Kompetenzen und Talenten zu positionieren? Ich denke, das ist sehr wichtig, dass man das auch für sich formuliert. Ich habe dir das vorhin erzählt, bei mir geht es um diese Themen Exzellenz und Gestalten und Inspiration. Und dass man eben auch die Profile, den digitalen Finger- und Fußabdruck aktuell hält. Ich habe das ganz häufig, dass ich angesprochen werde, so, ja, LinkedIn-Profil, ach, das habe ich lange nicht gepflegt. Und dann setze ich mich häufig mit der Person zusammen und sage, so, machen wir jetzt. Das ist wichtig. Und dazu gehört es natürlich auch, dass man bereit ist, etwas von sich preiszugeben als Mensch. Man kann nicht nur eine Maske aufsetzen. Und da sind sicherlich viele Menschen einfach nicht ganz so sicher. Trotzdem würde ich es ermutigen, denn das gehört zum Spiel dazu. Und ich denke, es ist auch wichtig, sich ab und zu googeln und zu schauen, was kommt da. Kommt da irgendwie was aus der Vergangenheit, aus der Schulklasse? Das muss man nicht ganz oben haben. Oder gibt es vielleicht interessante Themen, die man noch mal veröffentlicht hat, die dann im Google-Profil etwas höher rutschen könnten? Und dass man sich damit beschäftigt, bin ich sehr stark bei dir, dass man das durchaus tun sollte. Und man muss natürlich überlegen, wo man hin will. Und es gibt viele, die auch sehr, sehr happy sind mit dem, wo sie sind und gar nicht weitergehen müssen. Ist auch völlig okay. Und sich dann eben das zu suchen, was persönlich erfüllt. Unternehmerisch oder im Engagement über den hohen Job hinaus. Ja, also umso schöner, wenn sie es erfüllt hat, aber der Weg dahin ist natürlich dann auch, wie du sagst, eine Frage der Sichtbarkeit. Ich meine, im richtigen Leben, im analogen Leben gebe ich ja auch eine gewisse Sichtbarkeit nach außen ab, wenn ich mich jemanden persönlich öffne und anvertraue. Auf der anderen Seite, oder vielleicht die Frage an dich, wie... Ist vielleicht auch eine Generationsfrage, das weiß ich nicht. Aber wie sieht das bei den Frauen aus? Ist es eher so ein, wichtig ist, dass ich eine digitale Visitenkarte habe? Oder ist es ein, sich bewusst zu einer Persönlichkeitsmarke zu entwickeln, um gesehen zu werden? Ich weiß nicht, ob so viele Menschen außerhalb des Marketings in diesen Begriffen Persönlichkeitsmarke denken. Aber trotzdem kann es sehr sinnvoll sein, weil es definiert ist, weil es fokussiert ist und man dann für sein Leben und seine Taten, seine öffentlichen Taten eine Richtschnur hat. Und das hilft, denke ich, immer. Ich finde das Thema Personal Branding sehr, sehr spannend. Trotzdem ist es natürlich so, gerade die Menschen, die in Konzernen arbeiten, die können nicht nur ihre Personal Brand nach außen vertreten, sondern sind immer Teil einer Struktur und eines Unternehmens. Und müssen entsprechend auch sicherstellen, dass sie da den richtigen Ton treffen. Ja, bin ich völlig bei dir. Ich denke, also gerade für Frauen, Thema Sichtbarkeit, also wirklich, wenn ich eine Frau bin mit Digitalkompetenzen, dann muss das ja jemand wissen. Also dann wirklich vielleicht auch so ein Mentoring zu erfahren, um zu sagen, okay, wie kann ich das jetzt machen? Also wie kann ich wirklich die Wahrnehmung im Unternehmen dahingehend mitbestimmen oder auch zu beeinflussen, dass ich als Person sichtbar werde. Ja, also das glaube ich wäre glaube oder ja würde glaube ich gut weiterhelfen. Ja, ist denke ich auch tatsächlich wieder zu dem Thema, was ich eingangs ansprach,
ich erlebe häufig, dass dieses Thema Eigenentwicklung bei Frauen nicht eine solch hohe Priorität hat als bei Männern. Und sie ungern politisch agieren, aber leider gehört das im Spiel dazu. Also die Spielregeln in den Top-Management-Regeln sind nun mal von den Männern gemacht und man muss etwas mitspielen und tatsächlich auch Zeit darauf verbringen. Also unter dem Motto, vielleicht muss man nicht immer die Letzte an der Bar sein, aber man sollte durchaus an der Bar sein. Das war für mich gestern nochmal ein ganz klares Learning mit Christian Henze, Sternekoch und Medienunternehmer, der gesagt hat, ich habe gelernt, mit den Medien umzugehen, mich da als Marke zu positionieren. Und da wurde mir das einfach nochmal klar, wie wichtig das einfach ist. Und ich glaube, gerade für Frauen super wichtig. Und das gibt also super Chancen, da würde ich sagen. Ja. Also ich denke die ganze Zeit schon drüber nach und Wahnsinn. Da müssen wir, glaube ich, noch eine extra Folge machen, wir zwei. Beate, gibt es momentan für dich so ein Passion-Project, was du gern vorantreiben möchtest oder schon tust? Tatsächlich ist es so, dass ich gerade meine aktuellen Passion-Projekte weiter vorantreibe. Zum Beispiel ist es so, dass wir bei Generation CEO jetzt in eine Phase auch gehen, wo wir unsere Struktur anpassen werden als Organisation und da gerade sehr, sehr viel drüber nachdenken, wie wir das optimal machen, um uns für die Zukunft aufzustellen. Denn wir wachsen immer mehr, dann geht es um Finanzierung und so weiter. Also das ist etwas, was ich mitgestalten möchte. Ja, und sicherlich auch meine Unitätigkeit weiter ausbauen und zu schauen, wie ich da vielleicht noch mehr und anders Impulse geben kann. Aber das ist momentan tatsächlich die Fortführung der Passion-Projekte, die ich habe und tatsächlich, wie man so schön sagt, den Beruf zum Hobby machen, indem ich auch Gelegenheiten nutze, dieses Digitalisierungsthema in allen Foren, die mir begegnen, voranzutreiben und den Menschen auch die Ängste zu nehmen. Das ist sowohl innerhalb des Unternehmens immer ein Thema als auch extern. Wir hatten im Vorgespräch kurz über künstliche Intelligenz geredet. Ganz tolles Thema, wo es ganz viele Ängste gibt. Und da versuche ich auch etwas zu evangelisieren und die Menschen dahin zu bringen, in Möglichkeiten zu denken. Stark. Das ist ja schon fast ein Schlusswort. Aber ich habe noch ein paar kleine Fragen vorbereitet, nämlich die Q&A-Session, in der ich dir einfach ganz schnell hintereinander ein paar Fragen stelle und du aus dem Bauch raus ganz spontan antwortest, was dir dazu einfällt. Okay? Ja. Beate, erste Frage. Was ist deine Mission in einem Satz? Meine Mission ist die Welt ein kleines bisschen besser zu machen und meinen Beitrag zu leisten, dass wir eine diversere und inspirierendere Gesellschaft werden, in der Frauen und Männer noch gleichberechtigter sind und in der ich vielleicht auch ganz viel Wissen weitergeben kann, was uns als deutsche Gesellschaft wettbewerbsfähiger macht. Es war tatsächlich ein Satz mit wertvollen Inhalten. Gibt es als meine Lieblingsfrage jetzt, Beate, gibt es ein Talent, von dem bisher keiner weiß? Fast keiner. Ich habe irgendwann für mich entdeckt, dass ich zwar in der Kirche im Jugendchor gesungen habe, aber da nie aussuchen konnte, was ich singe und an sich auch nie die Rolle als Solistin hatte. Und das habe ich mir als neues Hobby gesucht. Ich bin vielleicht nicht gut, aber ich singe jetzt alle paar Wochen mit meiner Gesangslehrerin Jazz. Den suche ich mir selbst aus und habe das auch schon bei der Weihnachtsfeier meinem Team kredenzt. Oder meine Familie muss das auch manchmal ertragen. Aber eine Bühne habe ich noch nicht betreten. Aber das ist so etwas, was nicht besonders viele wissen. Schön, aber danke, dass du es teilst mit uns. Weil ich stelle mir immer so selbst die Frage, wenn mich das jemand fragt, warum soll ich das in deinem Podcast erzählen? Umso schöner, dass du das mit uns geteilt hast. Sehr schön, ja. Ich singe auch gern, aber wir wollen nicht wissen, wie das klingt.
Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Leidenschaft und Engagement. Schön. Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business? Gab es so diesen einen Rat oder Moment? Ja, ich hatte es ganz am Anfang angesprochen. Der Moment, in dem ich einem Volkspolizisten der DDR bei einer Demonstration 1989 eine Kerze in die Hand gedrückt habe und ihm damit Teil von dieser ganzen Sache gemacht habe. Oh krass, das ist eine coole Geschichte. Was hat das mit ihm gemacht? Hast du was in seinem Gesicht lesen können? Ja, war natürlich ganz ernst, aber letztendlich für mich war das so ein Zeichen, denn zu dem Zeitpunkt war ja noch nicht klar, ob die friedliche Revolution friedlich verlaufen würde, ja. Aber ich habe ihn damit Teil des Ganzen gemacht und das quasi ihm überlassen, Teil des Ganzen zu werden. Es geht jetzt gar nicht so sehr um den Polizisten, sondern sicherlich hat diese Zeit mich mit meinem persönlichen, ungebremsten Optimismus geprägt, was alles möglich ist. Ja. Ich mag das Denken in so Bildern. Weißt du, im Grunde hast du diese Kerze von damals im Grunde jetzt auch durch deine Story, durch deine Lebensstory, durch diesen Podcast getragen bis hierher. Also das finde ich echt einfach dieser Moment auch des Gebens. Ne? Also das finde ich einfach schön. Das zieht sich wie ein roter Faden einfach durch. Schöne Beobachtung. Was ist das Danke. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Ich denke, das eine ist diese positive Grundeinstellung, das Unmögliche möglich zu denken. Und vielleicht auch, wenn man nach einem Ideal strebt, dann ist das gut, weil eben auch sehr viel Schönes auf dem Weg passieren kann. Also ich habe zum Beispiel so eine Idee. Ich war am Mittwoch beim Eckart von Hirschhausen und der hat gerade in seiner Show Endlich, die gar nicht so lustig ist, denn es geht tatsächlich um die Endlichkeit, auch die Menschen ermutigt zu überlegen, was willst du wirklich im Leben mal tun? Und dann hat er so abgefragt und alle mussten sich hinsetzen für Ideen, die er genannt hat, bis dann nur noch wenige übrig waren, unter denen war auch ich. Und so eine wilde Idee, die ich zum Beispiel habe, ich würde schon gerne mal auf den Mond. Ja? Also so richtig nach einem Ideal denken, das ist jetzt umweltmäßig nicht ganz so toll, vielleicht mache ich es auch deshalb nicht. Aber dass man sich so Ideen überlegt, die an sich erstmal unmöglich erscheinen und dann auf dem Weg dahin vielleicht vieles Schöne macht. Also ich weiß nicht, ob ich das wirklich tue, aber das Schöne ist vielleicht, sich mit dem Thema zu beschäftigen, das Gesamtbild der Welt vor Augen zu haben, wo wir uns hinentwickeln könnten und vielleicht auch sportlich zu sein, damit man das auch, wenn das dann mal erreichbarer ist von den Finanzen her, dann auch noch möglich ist. Also das ist so das Schöne, was auf dem Weg passiert. Zeigt auch schön, die Perspektive mal aufzumachen, ne? Also raus aus diesem Tunnelblick, vielleicht mal eher so die Adlerperspektive oder mal weiter in die Ferne zu schauen. Jetzt hast du eine hohe digitale Affinität, deswegen ist die nächste Frage natürlich für dich oder für uns am Ende natürlich noch eine ganz spannende. Thema Internetressourcen und Mobile Apps. Gibt es so Produktivitätstools oder auch Tools im Web, die ihr vielleicht kollaborativ oder kommunikativ nutzt? Also ich benutze tatsächlich sehr stark LinkedIn, auch wenn das nicht so wahnsinnig gut organisiert ist bisher. Trotzdem ist es für jemanden, der im Geschäftsleben arbeitet, denke ich, einfach ein gutes internationales Tool, um in Verbindung zu bleiben und zu treten und auch tolle Inhalte zu konsumieren. Was ich außerdem benutze, weil es so schön kompakt ist, ist das kein digitales Tool, aber das Handelsblatt Morning Briefing, vor allem vom Gabor Steinkart, den ich schon sehr vermisse, ist, denke ich, sehr hilfreich. Oder das Thema kompakt Neuigkeiten zu konsumieren. Ja, also das, ob das jetzt dieses Morning Briefing ist oder ob es eine Tagesschau-App ist oder sowas, um einfach auf dem letzten Stand zu bleiben und auch bei der Social Currency mitreden zu können. Denn das gehört auch zum Netzwerken dazu, dass man das kann. Sehr gut. Gute und wertvolle Tipps. Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte?
Ja, gern. Ich lese gerade wieder mit sehr viel Vergnügen so alle ein, zwei Abende das dritte Buch vom Herrn Dobelli, Die Kunst des guten Lebens. Und das finde ich toll, weil es letztendlich wieder so Happen sind von Lebensweisheiten. Und da kann man sagen, ich stimme zu oder ich widerspreche, aber man wird auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt, was denn ein gutes Leben ausmacht und worauf man sich fokussieren sollte. Also da bin ich ein großer Fan von dem Wolfgang Betty. Stark. Verlinkt mal auch mit in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge natürlich. Welche drei Interviewgäste würdest du hier im Podcast gern mal hören? Wen kannst du uns da empfehlen, von dem wir noch was lernen können? Ja, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass du den Heiner Thorburg auch gern persönlich kennenlernen würdest. Das wäre vielleicht eine Idee. Und ich würde dir auch gern ein paar Damen aus dem Netzwerke nennen, zum Beispiel Daniela Münkler, die bei Balsen ist inzwischen ganz spannende Frau, drei Kinder und hat trotzdem einen ganz anspruchsvollen Job und wird auch im Sommer offiziell im Vorstand von Generation CEO sein. Das wären so Ideen. Kannst du ganz liebe Grüße bestellen? Oder ich kenne sie noch aus der Zeit bei Douglas? Aber wir hatten jetzt lange nicht mehr gesprochen, deswegen total gern natürlich ab in den Podcast. Ja, absolut. Ja, schön. Aber da sprechen wir mal. Also es wäre toll, wenn du uns einfach helfen kannst, hier im Podcast die Frauenquote deutlich nach oben zu schrauben, dass wir hier noch einige Hidden Champion vorstellen können. Ja, Beate, das Interview ist zu Ende. Jetzt kommt noch meine Abschlussfrage und das ist eigentlich auch so, dass das letzte Wort, was ich gerne meinen Interviewgästen überlasse, nämlich die Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben? Eines der Prinzipien, denen ich gerne folge, ist, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst, von Gandhi. Das passt eben zu diesem Thema Engagement. Denn es gibt viele Dinge, die wir vielleicht verändern wollen und die wir aussitzen. Man kann nicht alles ändern, aber ich denke schon, dass man vieles ändern kann mit einer ordentlichen Portion Optimismus und Beharrlichkeit. Schön. Das lassen wir genauso stehen. Beate, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Geduld vor allem. Viel Freude noch mit den Blumen und bis ganz bald. Danke dir. Es hat Spaß gemacht. Danke. Ciao. Hier noch eine wichtige Info für alle die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Den empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service. Ganz egal, ob ihr WhatsApp, Facebook Messenger, Insta oder Telegram verwendet, wir liefern euch alle neuen Podcast-Folgen, natürlich unseren monatlichen Ratgeber als E-Book sowie weitere spannende Informationen freihaus in eure Lieblings-App. Und das alles kostenlos und ohne Werbespam, das verspreche ich euch. Geht dafür einfach auf unsere Website www.markenrebell.de und klickt im Menü oben auf den Punkt Service. Probiert es einfach mal aus. Es ist kinderleicht und seid gespannt, was hier in den kommenden Wochen so alles abgeht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet und uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das dauert nur wenige Sekunden und ihr helft damit, dass auch andere diese Informationen erreichen und wir diesen Podcast für euch noch viel, viel besser machen können. That's it. Alle Informationen wie immer in den Shownotes. Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao.